Beim großen Wiedersehen des Dschungelcamps kam es zwischen den Kandidaten zum Streit, und der ging sogar auf der Rückreise noch weiter. Nun ist auch klar, was vorgefallen ist. Das Dschungelcamp ist vorbei, und man könnte meinen, dass sich die Gemüter nach einer vernünftigen Mahlzeit und etwas Schlaf wieder beruhigen, doch so ist dem nicht. Nach der Krönung der neuen Dschungelkönigin Jamila Rowe trafen noch einmal alle 12 Promis im Baumhaus bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das große Wiedersehen aufeinander, und da wurde wie jedes Jahr noch einmal richtig abgerechnet. Besonders hart hat es Cosimo Citiolo getroffen. Seine Mitcamper warfen ihm vor, sich während der Dreharbeiten verstellt und erst im Hotel sein wahres Gesicht gezeigt zu haben. Die Situation kochte so hoch, dass der Checker vom Neckar die Dreharbeiten abbrach und das Baumhaus kurzerhand verließ. Obwohl sich der 41-Jährige später wieder beruhigte und zurück vor die Kamera kam, setzte sich die Auseinandersetzung auf dem Rückflug fort. Das berichtete Gigi Birofio in seiner Instagram-Story. Wie Bild erfahren haben will, soll sich ein Streit zwischen Cosimo und Dschungelbegleiterin Yvonne Wölke zugetragen haben. Laut Yvonne soll Cosimos Freundin Natalie Gauss die Gerüchte über eine Affäre mit Peter Klein gestreut und dessen Frau Iris Klein regelmäßig darüber berichtet haben. Cosimo forderte Yvonne Wölke auf, seine Freundin nicht länger als Spionin von Iris Klein zu bezeichnen. So ein Zeuge zu Bild. Als Yvonne dann noch nicht aufhören wollte, zeigte Natalie ihre Nachrichten an Iris Klein, um ihre Unschuld zu beweisen, heißt es weiter. Am Ende rief Cosimo Iris an und kündigte ihr die Freundschaft. Er habe es gut gemeint, aber sie habe nun alle aufeinander gehetzt. Zu einer weiteren Auseinandersetzung sei es zwischen Cosimo, Gigi und Cecilia gekommen. Schon während des Wiedersehens herrschte dicke Luft zwischen den Italo-Brüdern, zur großen Verwunderung aller Zuschauer. Gigi ging auf Cosimo los, nachdem Cecilia ihm erzählt hatte, dass Cosimo bei jemand anderem schlecht über ihn geredet hätte, berichtet ein Insider bei Bild. Dieser jemand soll Calvin Keinen gewesen sein. Cosimo stellte dann per Videocall Calvin zur Rede und reichte Gigi das Handy. Das ging dann hin und her. Am Ende war Cosimo so sauer, dass er gar nicht mehr einzukriegen war. Er betonte auch, dass er Leute kennt, die Ärger machen können, heißt es weiter. Autsch, das war's wohl mit der neu gewonnenen Dschungelfreundschaft.